Manchmal kommt man in einem Gespräch in die Lage, einen Menschen beschreiben zu müssen, kurz und treffend, weil sonst der Gesprächspartner eine Anekdote nicht verstehen oder einen Namen nicht mit einer Vorstellung verbinden kann. Es ist immer merkwürdig, wenn es dann ausreicht, von jemandem zu sagen, der ist Abteilungsleiter bei oder das ist der Mann von. Ich frage mich, was alles für Frauen dabei mitschwingt, wenn zur Erklärung eines Mannes genug gesagt ist, wenn man nur zu sagen braucht, das ist der Mann von Marion. Bedeutet das, der Mann von Marion sein, dass der Mann von Marion ebenso ist, wie die Männer heute sind? Und dass deswegen damit schon genug gesagt ist? Aber dann wäre es ja für spätere Generationen gerade wichtig zu erfahren, was die Frauen hören, wenn ein Mann als der Mann von einer der ihren vorgestellt wird. Denn manchmal wird ja ohne Not hinzugefügt, das ist ein ganz lieber oder ein wirklich feiner Mensch oder der hat's auch nicht leicht oder den sieht man so gut wie nie. Was ist also die triviale Bedeutung von »Das ist der Mann von Marion«? Ich stelle mir vor, dass das für eine Frau bedeutet, er hat einen Beruf und arbeitet. Er isst gern Fleisch und sieht gern die Sportschau. Er macht sich nicht viel aus Hausarbeit, aber sehr viel aus seinen Freunden. Es ist ihm schnell etwas zu anstrengend. Er ist einigermaßen lenkbar. Über die aus Frauensicht wirklich wichtigen Dinge kann man aber nur selten mit ihm sprechen. Er hat seine Ansichten. Er hat Leute, die er verachtet und solche, die er anerkennt. Früher hatte er auch Leute, die er bewunderte. Bei einem bestimmten Frauentyp wird er sentimental und unruhig. Er hat einige dunkle Seiten, von denen er glaubt, seine Frau wisse nichts davon. Im Allgemeinen lügt er so wenig raffiniert, dass seine Frau davon ausgehen kann, ihn gegebenenfalls zu durchschauen. Viele andere Menschen erblickt er als Fachmann, Autofahrer, politischer Mensch und Freizeitgrillmeister weit unter sich. Zuhören kann er zwar, verstehen aber nicht. Und er braucht seine Ruhe. Was er liebt, wofür er sterben würde, ob er für seine Kinder oder seine Eltern mehr empfindet als eine verständliche Anhänglichkeit, ist nicht sicher. Jedoch kann diese ganze Kombination von Eigenschaften und ihre Nutzanwendung durch seine Frau ein alltägliches Leben in annehmbarem Rahmen gewährleisten. Dass der Mann selbst sich anders beschreiben würde, ist klar. Aber wovon lebt dieser Mann wirklich? Denn Fleisch essen, Sportschau und ab und zu einer anderen Frau nachsehen, ist ja Unterhaltung. Wörtlich genommen das, was dafür sorgt, dass alles so weitergeht wie bisher. Man unterhält ein Feuer, indem man Holz nachlegt, so oft es nötig wird, damit es weiter so brennt, wie es gebrannt hat. Ebenso wird eine kluge Frau ihrem Mann Fleisch essen und die Sportschau sehen lassen. Und Ratgeber für das Eheleben raten der Frau noch heute, auch den Geschlechtsverkehr zur Unterhaltung der Ehe einzusetzen und oben oder unten zu liegen, je nachdem, was der Mann bevorzugt. Was sie dabei denkt, das zu wissen, darauf hat er weder Anrecht, noch hat er dafür Interesse. Jedoch wird sie erraten, was er sich für Gedanken bei ihr wünscht und wird entsprechende Äußerungen tun. Zweifellos wird damit eine Art von Feuer, eine Beziehung oder eine Ursache-Wirkungsverkettung unterhalten und fortgeführt. Aber worin besteht sie wirklich? Das ist die Technik des Weitermachens, die man so oder so anwenden kann. Aber ist es gleichzeitig die Beschreibung einer Ehe und gleichzeitig die Beschreibung von Leben? Ich meine nicht die verschiedenen Rollen,
die wir auf den verschiedenen Bühnen unseres Lebens spielen. Ich meine die Person, die all diese Rollen mehr oder weniger überzeugend und erfolgreich spielt. Zu dieser Person gehören doch auch die langen Zeiträume der Passivität im Schlaf und vor dem Fernseher und vor dem Computer. Die Zeiten der Ruhigstellung, der Gebanntheit, die Zeiten, da das Innere offen ist wie eine Wiese oder ein Acker und in denen Bilder, Worte, Gedanken darüber hinwegziehen wie Regen, Nebel und Schnee. Dazu gehört das langsame, stetige Sich-Drehen der Seele, das sie selbst nicht bemerkt, wie bei einem Himmelskörper. Ein großer Teil von dem, was wir sind, ist stumm, langsam, unsichtbar, ungesehen, unverstanden und dabei vielleicht doch von riesenhafter Geschwindigkeit, wie die Bewegung der Erde um die Sonne, des Sonnensystems um das Zentrum der Milchstraße, der Galaxis durch das Weltall. Aber wohin? Und um welches Zentrum bewegt sich unser Leben mit all seinen beschriebenen und unbeschreibbaren Teilen? Was weiß die Frau von ihrem Mann, wenn sie seine Eigenschaften feststellt und deren Nutzbarkeit sichert? Was weiß er von ihr? Was weiß er von ihrem Leben? Was weiß sie von seinen Träumen? Was weiß er von ihrem Schlaf? Was meint jemand, wenn er von sich sagt, er kenne sich ziemlich gut? Welchen Bruchteil von sich selbst meint er damit? Eine vollständige Beschreibung unseres ganzen Lebens würde nur zu einem kleinen Teil unsere Handlungen, Entschlüsse, Erfolge enthalten. Ein viel größerer Teil würde auf die Zeiten und Gelegenheiten entfallen, zu denen wir nur zur Hälfte anwesend, nur halb sichtbar, nur halb wach sind. Die Jahre vor dem Fernseher, die Stunden hinterm Lenkrad, das Absitzen von Stunden bei Familienfesten, Kneipenbesuchen, im Urlaub, die nur scheinbare, völlige Abwesenheit im Dösen, Schlafen, Träumen, die in Wirklichkeit unsere Kraft und Fähigkeit zum Weitermachen erneuert, ergänzt, wiederherstellt. Welcher Lebensmüde hat sich nicht oft gewünscht, einschlafen zu können, endgültig einschlafen zu können und nie wieder aufwachen zu müssen? Die Qual wird erneuert, die Fähigkeit zu quälen wird ebenfalls erneuert. Oder sind das alles nur Mechanismen, die mit dem Inhalt der Existenz, die sie aufrechterhalten, nichts zu tun haben? Trägt der Körper mit seiner Unverwüstlichkeit zur Verwüstung der Seele bei? Bestätigt der gute Appetit dem KZ-Kommandanten, dass er recht hat? Bestätigt der gesunde Schlaf dem Mörder, dass er recht getan hat? Bedeutet für den Arbeitssklaven die Tatsache, dass er gekräftigt vom Schlaf aufsteht, dass seine Sklaverei berechtigt ist? Herr, du siehst mein ganzes Leben. Ich nehme nur einen kleinen Teil wahr, aber du kennst alle meine Stunden und mein verborgenes Wesen. Lass mich nicht in Täuschungen über mich selbst leben. Zeige mir, wie ich wirklich bin und erhalte mich, damit ich die Anziehung deiner Liebe spüre. Ich will mich wie eine Blume nach der Sonne kehren und von deiner Wärme und von deinem Regen leben.